Hallo miteinander, heute möchte ich euch den Sideline Video Analyzer ein bisschen vorstellen. Wir werden die ersten Schritte im Sideline Video Analyzer durchgehen. Der Video Analyzer kann zusätzlich zum Sideline XPS dazu bestellt werden und ist eine sensationelle Software, wenn es darum geht, Spiele zu analysieren, zu schneiden, auszugeben. Heute werden wir uns in den ersten Schritten anschauen, wie legt man Teams und Spieler an, wie erstelle ich ein Spiel, wie funktioniert dann die Analyse, was kann ich ausgeben, in welcher Form. Und der Riesenvorteil des Sideline Video Analyzers ist, ich gebe die Daten einmal ein, sprich ich markiere die Szenen einmal und kann anschließend alles ausgeben, was ich möchte. Das heißt, wenn Spieler im Nachhinein kommen, Torhüter sagen, sie möchten nur Würfe von einem bestimmten Spieler, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Oder der Abwehrverband möchte nur gewisse Spielkonzepte des kommenden Gegners sehen. Das alles innerhalb von Sekunden ausgebbar und es erleichtert natürlich die Arbeit sehr. Wir gehen jetzt gleich in die Materie und schauen uns das Ganze ein wenig an. Sideline Video Analyzer ist oben zu finden, dieses Icon hier im Sideline XPS. Und links oben finden wir dann ein kleines Icon mit mehreren Personen. Da können wir ein neues Team anlegen. Wir legen jetzt Team A an, wollen dann ein paar Spieler hinzufügen. Das muss ich nur einmal zu Saisonbeginn machen und kann diese Mannschaft dann die ganze Saison verwenden. In der Praxis hat sich als ganz praktisch herausgestellt, zuerst die Nummer einzugeben und dann den Familiennamen, da es dann beim Analysieren leichter zu finden ist. Wir legen nun noch das Team B an, damit wir auch zwei Mannschaften gegeneinander spielen lassen können. Ebenfalls zuerst Nummer, dann Familienname. So lässt sich das dann später schnell finden. Speichern. Ja, sobald wir das fertig haben, schließen wir das und haben dann auch links oben das Icon für ein neues Spiel. Legen hier ein neues Spiel an, als erstes mit Datum. Dieses wird dann gleich in den Dateinamen übernommen. Wählen dann unsere Teams aus. Der Dateiname ist dann Team A gegen Team B und das Datum. Verlinken das Ganze zur Videodatei, in dem Fall haben wir nur eine Beispieldatei genommen. Hier wird normalerweise das Spiel ausgewählt. Gehen auf Speichern und dann geht's schon los. Wenn wir hier jetzt nun auf Ansehen klicken, kommt gleich das Analysefenster. Wo wir auf der rechten Seite das Spiel sehen und auf der linken Seite würden wir dann die analysierten Szenen sehen. Hier oben kann ich, wenn ich mehrere Analyseformulare erstelle, zwischen den verschiedenen Analyseformularen wählen und hier eben dann folgen die Schnitte. Im Videofenster kann ich sehr schnell navigieren durch die Pfeiltasten. Mit Pfeil nach rechts, Pfeil nach links kann ich jeweils 4 oder 5 Sekunden Schritte nach vorne springen, das kann ich einstellen. Mit nach oben und nach unten kann ich in Slow Motion gehen oder in schnelleren Ablauf. Dadurch kann ich sehr schnell durch das Video navigieren, durch das Spiel navigieren, muss mir nicht jede Szene anschauen, kann mir dafür manche Szenen doppelt anschauen, natürlich extrem praktisch. Habe ich eine Szene gefunden, die mir zusagt, klicke ich auf die rechte Maustaste und das Analysefenster öffnet sich. Analysefenster schaut genauso aus, wie ich es mir vorher zusammenstelle, das werden wir in einem eigenen Tutorial uns anschauen. Das heißt, ich bestimme, welche Sachen für mich wichtig sind und welche nicht und diese erscheinen dann in diesem Analysefenster. Allgemein ist es so, dass ich links oben immer zwischen den Teams wählen kann. Je nachdem erscheinen dann die Spieler dieses Teams. Ich kann dann sofort sagen, okay, diese Aktion war von Spieler A, Spieler B. Ich habe da oben die Zeit, kann mir per Vorschau noch einmal die von mir ausgewählte Szene einschauen.
Voreingestellt sind 10 Sekunden vor dem Rechtsklick und 2 Sekunden nach dem Rechtsklick, das gespeichert wird, kann ich auch in den Einstellungen ändern. Dann klicke ich hier einfach auf die Sachen, die ich gesehen habe. War es Positionsangriff, war eine Kreuzung, wurde der Ball gehalten, Tor, alles was ich vorher selbst festlege im Video Analyzer, kann ich hier dann markieren. Das ist ein Standardformular, das mitgeliefert wird auf Englisch, das gibt es auch auf Deutsch. Und wie gesagt, ich kann alles selber machen. Markieren wir hier noch eine zweite Szene, wieder rechte Maustaste klicken und schon kommt das Formular. Ich suche mir aus, was es war, markiere das und gehe dann auf Speichern. Das Ganze muss ich eben einmal machen, das ganze Spiel durchschauen und markieren, was für mich wichtig erscheint. Dafür habe ich dann alle Szenen in dieser Liste. Und wenn ich nachher hinausgehe und auf Ereignisse gehe, habe ich alle meine Szenen dann noch einmal übersichtlich. Und Riesenvorteil, ich kann die jetzt nun sortieren nach Team, nach Spieler, nach Resultat, also Tor verworfen, nach war es Konter, Spielphase, Taktik, alles was ich möchte. Und das ist natürlich in der Ausgabe ein Riesenvorteil dann. Wenn ich eine Szene habe, die ich weitergeben möchte, klicke ich drauf und klicke dann auf Clip separat oder wenn ich mehrere gemeinsam ausgeben möchte, auf Clip zusammen, kann diese dann per Dropbox, USB-Stick, Festplatte an Spieler, Co-Trainer, wen auch immer weitergeben und habe eben so die Möglichkeit, das sehr einfach im Nachhinein verschiedene Sachen auszugeben. Wie bereits erwähnt, der Riesenvorteil ist, ich muss nicht im Vorhinein schon wissen, was ich später alles ausgeben möchte, sondern wenn spontan jemand kommt und sagt, ich bräuchte nun die ganzen taktischen Spielkonzepte oder ich möchte mir Fehler in der Deckung anschauen, ich möchte alle Tore sehen, alle Konter sehen, all das ist dann in der Ausgabe eine Sache von wenigen Minuten. Nur einmal ist die Eingabe notwendig. Insofern ist Sideline Video Analyzer eine tolle Unterstützung für Trainer und ein großer Schritt in Richtung Professionalität. Danke und bis bald.